Hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Wir sind jetzt im Bereich des Südentors und wir sind jetzt wieder mit Steiner und Lilly unterwegs, beziehungsweise erstmal nur mit Steiner. Hinter diesem Südentor liegt unser Königreich Alexandria. Supi, können wir wieder gehen? Nee. Es ist meine Aufgabe, dieses Tor ohne Verdacht zu erregen, zu passieren. Na super, siehst auch total unverdächtig aus. Zu kurz geratene Wache. Was bist du denn für einer? Zu lang geratene Wache. Was willst du an einem Ort wie diesem? Mir kam zu Ohren, dass noch Arbeiter für die Wiederaufbauarbeiten des Südentors gebraucht werden. Für Unterkunft und Verpflegung werde gesorgt, hörte ich, und so habe ich gleich meine 7 Sachen gepackt. Ey, wenn das so ist, dann sag das doch gleich. Nach dem Unfall laufen die Reparaturen nun schon seit längerem, aber sie werden einfach nicht fertig. Aber wir müssen vorher dein Gepäck durchsuchen. Ist nichts Persönliches, gehört nur zu den Vorschriften. Aus Sicherheitsgründen musst du aber 5 oder 6 Schritte zurückgehen, gehört auch zu den Vorschriften. Das war jetzt einer. Das reicht schon. Nichts für ungut, gehört auch zu den Vorschriften. Wir können uns ja derweil ein wenig unterhalten. Jetzt sind mir die Hände gebunden. Wir mussten unsere Kontrollen verstärken, weil nach einem jungen Mädchen und einem Mann im mittleren Alter gefahndet wird. Mann, was ist das denn für ein Mörderknoten, Fummelmotz? Und angeblich soll dieses junge Mädchen der Prinzessin von Alexandria verdammt ähnlich sein. Endlich habe ich den Knoten aufgekriegt. Aber es ist doch die Tochter von Königin Brane, oder? Ich kann gar nicht glauben, dass die so hübsch sein soll. Was zum Ratziger ist denn das? Bei meinen langen Beinen, was ist denn dieser ekelhafte Gestank? Doch nicht etwa Gift? Was hast du damit vor, du Wahnsinniger? Sprich! Gestank? Bedauere, etwas Stinkendes ist nicht in meinem Besitz. Ach, das sind doch diese Dinger, die du nicht magst. Eine Spezialität Lindblums, diese berüchtigten Schweißgurken. Aber gleich einen ganzen Sack voll ist schon heftig. Es ist meine Lieblingsspeise. Ohne sie bin ich morgens beim Frühstück völlig aufgeschmissen. Schon gut, du darfst passieren. Und vergiss ja deinen Sack Schweißgurken nicht. Ich bin euch zu äußerst Schönen Dank. Wir haben es geschafft. Was für eine super, mega schlechte. Endlich sind wir im Inneren des Tores. Genau wie die Prinzessin es geplant hatte. Respekt, Prinzessin. So, und jetzt nur noch einen Ort finden, wo keiner herumlungert. Der abgelegene Durchgang dort ist doch ideal. Aber das junge Fräulein und der Mann sind ein wenig im Weg. Okay, dann gucken wir mal, ob wir die irgendwie verscheuchen können. Ehrlich aussehender junger Mann. 12 Hämmer, 23 Meißel und dann noch... ihr sucht Arbeit. Arbeit. So ist es. Na dann, herzlich willkommen. Ich bin auch erst vor 5 Monaten hergekommen. Hier am Bordentor. Ich schätze mal, es soll Bodentor heißen. Bin ich der aufsichtshabende Mechaniker. Aber außer mir gibt es eh nur noch einen Mechaniker. Okay. Haben wir was gelernt. Mein Vertrag geht auch nur 1/2 Jahr. Nächsten Monat bin ich wieder im Schloss. Dann werde ich an einem Prototyp eines Luftschiffs mitarbeiten, das ohne Nebelantrieb fliegt. Die Welt außerhalb unseres Kontinents ist ja noch weitgehend unerforscht und eine Erforschung mit normalen Schiffen zu Wasser wäre zu riskant. Der Großherzog ist wahrlich ein Genie. Er hat als erster erkannt, dass die Zukunft in den Luftschiffen liegt. Huch, aber verzeiht, jetzt habe ich euch mit meinem langweiligen Geschwätz aufgehalten. Verpisst du dich jetzt da? Nee, und du? Was mache ich bloß jetzt, wo sein Geschäft bankrott ist? Okay, wir müssen wahrscheinlich dann mit dem jeweiligen... Ich habe das ja gar nicht mitgekriegt, weil ich auf der anderen Seite des Berges war. Aufmuntern. Es hilft nicht, Sachen nachzutrauern, die schon geschehen und nicht mehr rückgängig zu machen sind. Was ich sagen möchte, ist, dass wenn ihr schon einmal hier seid, dann solltet ihr nicht nur zuschauen, sondern auch zur Tat schreiten. Stimmt. Ja, ihr habt ganz recht. Ich weiß gar nicht, warum ich so niedergeschlagen war. Na, wenn das mal so einfach wäre... Okay, sind wir die schon mal los? Vielen Dank! Jetzt muss ich allerdings... Jetzt nur noch diesen Mann. Muss ich aber doch mal gucken. Mir hat die Einrichtung in deinem Geschäft so gut gefallen. Erstens schien dort immer die Sonne rein, zweitens war das Ladenschild elegant und drittens gefiel mir der Name deines Geschäftes. Aber was mir wirklich ganz doll gefallen hat, was mir einfach nicht aus dem Kopf gegangen ist... Ja. Okay. Also ich wollte eigentlich da die Leiter hoch, aber ich glaube, das geht sowieso nicht, wenn wir einen Sack auf dem Rücken haben.
Irgendwas stimmt mit dieser Welt nicht. Ich höre Gerüchte über irgendwelche Gespenster und überhaupt, warum wurde das Südentor zerstört? Dieses kleine Tor hier ist eine einzige Fehlkonstruktion. Wozu gibt es diesen Weg überhaupt? Wer will schon runter bis zum Nebel und von Monstern gefressen zu werden? Wozu soll man es also reparieren? Aber so denken alle und deswegen wird das Tor hier nur von außen sauber gehalten. Außen hui, innen voll. Moser, Moser. Dann war es also dein Verdienst, dass wir nicht durch dieses Tor konnten... Zersäbeln? Wir machen Gnade vom Recht. Schon allein zum Schutze der Prinzessin ist es die Pflicht eines Ritters, Ruhe zu bewahren. Okay. Jetzt reden wir nochmal mit dem hier. Ich möchte schnellstmöglich wieder zurück, aber ich werde auch hier meine Arbeit gewissenhaft erledigen. Nun, es gibt etwas, was ihr wissen solltet. Wie bitte? Das Tor zum Nebel ist immer noch defekt? Ah, haben wir doch richtig gemacht. Der glaubt wohl, er könne mich für dumm verkaufen, weil ich noch so jung bin. Bitte entschuldigt mich. Okay, jetzt ist die Luft rein. So, jetzt verziehen wir uns schön hier in die Ecke. Hey, du, stehen geblieben! Oh oh. Komm mal hier rüber, gehört zu den Vorschriften. Ach, du mit deinen Vorschriften. Mach ja keine Bewegung, bis ich dir ein Zeichen gebe. Jetzt dreh dich ganz langsam zu mir um und komm ja nicht auf dumme Gedanken. Aber wir stehen auch schon in seine Richtung. Puh. Hör zu. Um zum Gipfel jenseits des Südentors zu gelangen, benötigst du einen Passierschein. Ich lasse ihn genau hier liegen und wenn ich verschwunden bin, kannst du ihn dir holen. Es ist deine Schuld verschwanden, nicht meine. Du schleppst dieses stinkende Zeugs mit dir rum. Gott, ist das süß. Wir haben einen Passierschein. Yay, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Okay, jetzt gehen wir hier rein. Einmal umschauen. Absolut lächerlich. Du meinst also, damit wird alles gut und die Welt dreht sich in Frieden weiter? Steiner, kann ich rauskommen? Jawohl! Gut, dann gib bitte Acht, dass keiner kommt. Jawohl! Raschel, raschel. Raschel, raschel. Puh, endlich wieder frische Luft. Aber dieser Gestank hätte mich beinahe umgebracht. Er hält noch Wache, dann ziehe ich mich geschwind um. Dann wollen wir mal... ich war nicht schnell genug. Schade. Steiner, ich bin soweit. Seid ihr wohl auf, Prinzessin? Steiner. Ich meine verständlich, selbstverständlich, Fräulein Lilly. Bis wir das Südentor hier passiert haben und Treno erreichen, müsst ihr mich so rufen. Und salutieren ist ab jetzt auch verboten. Sehr wohl. Ich werde darauf achten, bis wir in Treno angelangt sind und einen Weg gefunden haben, ins Schloss zurückzukehren. Dann lasst uns aufbrechen. Ich frage mich halt so ein bisschen... Oh. Damit kommen wir zum Berggipfel, nicht wahr? Hinter diesem Berg liegt Alexandria, nicht wahr? Ich habe es auch ohne Sidane bis hierher geschafft. Am besten ihr vergesst diesen nichtsnutzigen Kerl gleich wieder. Weiß ich allerdings nicht. Na, wir können nicht zurück. Ich wäre gerne zu der Kiste, aber ich glaube, da können wir später hin. Warum sprichst du mit mir? Nein, lass mich in Ruhe. So. Potion. Supi. Na gut. Und du? Ah, Grimo, wie süß. Ein bitte. Annazuna. Okay, machen wir natürlich. Noch was? Nee. Speichern brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Oder wollen wir speichern? Doch, wir haben gerade einen Endgegner besiegt. Wir speichern, glaube ich. Aber wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen Dingsbums. So. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Achso, der lernt sowieso noch. Okay. Den brauchen wir. Lernt er hier was? Nee. Dann brauchen wir den. Da haben wir nichts. Okay. Es ist halt jetzt ziemlich doof. Stärke braucht sie eigentlich nicht. Zauberabwehr ist besser.
So, ihr hätte ich halt gerne... Genau, das Baumwollkleid wollte ich ihr anziehen. Okay. Apotheker. Werden die Heiltränke wirksamer. Hier zeige ich euch noch. Effektivität der Arznei verdoppelt sich. Das ist eigentlich ganz gut. Und das ist auch die einzige Ability, die sie momentan hat. Ne, ist jetzt wieder falsch. Ich verwechsel immer Ability und Anlegen. Das fängt beides mit A an. Das überfordert mich. So, Weihrauch, Bodyguard. Level Up nehmen wir aber auf jeden Fall für ihn. So, und dann haben wir... Passt gar nicht mehr. Okay. Gut. Ich würde halt auch eigentlich ganz gerne mit den beiden noch trainieren, weil schaut euch das an. Sie ist Level 8 und er ist Level 10. Das ist eigentlich gar nicht so gut wie gar nichts. Das Sühntor ist ein gigantisches Tor. Immerhin nimmt es einen ganzen Berg ein. Falls ihr euren jetzigen Standort wissen möchtet, schaut einfach auf das Schild dort. Na, dann gucken wir doch mal. Oh, von der anderen Seite wahrscheinlich. Ach, hör doch mal auf, mich anzuquatschen von da hinten. Fräulein Lilly, wir haben das Borden... Das heißt wirklich Bordentor. Befinden uns nun auf der Inselblumchen. Oh Gott. Sorry, mein Mikrofon ist runtergefallen. Wir befinden uns nur auf der Lindblumschen Seite der Bornsch... Hallo, Mikrofon, bleibst du stehen? Moment kurz. Ich hänge mit meinen Füßen im Kabel fest. Da liegt das. So, ihr habt jetzt nur Kruschel, Kruschel gehört. Wir befinden uns nun auf der Lindblumschen Seite der Bornstation. Das Südentor fällt zwar noch unter Lindblumschens Territorium, aber... Haben wir erstmal die Abos-Bergkette hinter uns, befinden wir uns wieder im Königreich Alexandria. Hier ist unser Ziel, das Treno-Tor. Dieser Weg bringt uns in die Stadt der Adligen, Treno. Oder Trino, kann man auch sagen. Ja, jetzt hast du mich so oft angequatscht, jetzt kaufe ich auch was von dir. Okay, ich kaufe vielleicht doch nichts, das ist ja nur Blödsinn. Aber, da kann man eigentlich... Ach, noch eine, dann haben wir 35. Augentropfen. Sieht alles gut aus. Wir sind relativ gut ausgestattet. So. Da du ja keine Waffen verkaufst, kann ich dich nicht ausstehen. Nein, du gefällst mir nicht. Geh weg. Der quasselt einen ja nur an. Das ist ja furchtbar. Wollt ihr mit der Bergmeer fahren? Ich glaube, ich speichere doch zuerst. Wir haben noch ein wenig Aufenthalt, also geht doch ein wenig bummeln. Okay, ne, ich möchte speichern. Das ist mir zu riskant. Weil, wie gesagt, wir haben gerade einen Bosskampf hinter uns. Und da wir halt... Ja gut, ich meine, die Chance zu leveln haben wir sowieso nicht mehr. Wir müssen halt so irgendwie durchkommen. Ist kacke, aber es ist halt so. Mein Kater jault im Hintergrund, ignoriert ihn einfach. Das ist das, was ich auch immer mache. Er jammert halt eigentlich immer. Er jammert, wenn er Aufmerksamkeit will. Er jammert, wenn er keine Aufmerksamkeit will. Er jammert, wenn er Futter will. Er jammert, wenn er kein Futter will. Er erzählt halt einfach immer. So, dann wollen wir mal. Euer Passierschein, bitte. Dankeschön. Heute ist wenig Betrieb. Ihr könnt die Abfahrtszeiten flexibel gestalten. Dann sofort los. Dann bitte einsteigen. Wir werden in Kürze abfahren. Super. Wir hauen hier alles voran, storytechnisch. So, sozusagen. Heute ist wenig los. Bitte setzt euch, wo es euch beliebt. Wo nehmen wir denn? Welchen nehmen wir denn? Welchen nehmen wir denn? Ich will auf Fenster sitzen. Lasst uns hier hinsetzen. Wir werden in Kürze abfahren. Noch ein wenig Geduld, bitte. Das ist wie bei uns die Autofähre. Die fährt auch immer nur dann, wenn Leute da sind. Ich hasse Autofähre fahren. Nur so zum Ding. Ja, halt! Noch nicht abfahren! Puh, gerade noch erwischt. Oh, vielen Dank nochmal. Ich habe zu danken. Hä? Was labert der? Alles festhalten, der Zug fährt ab. Irgendwie fühle ich mich erleichtert. Das ist nur verständlich. Es war in der Tat keine einfache Reise von Lindblum bis hierher. Aber euer gekonnter Umgang mit der weißen Magie, euer standhaftes Verhalten gegenüber diesem vorlauten Mokri im Wald der Chocobos und eure grandiose Strategie mit den Schweißgurken. Die Handlungsweise der Prinzessin ist geradezu ehrfurchtgebietend und famos. Steiner, ihr sollt mich doch nicht so nennen. Oh, bitte verzeiht vielmals. Schon gut. Bei mir hat es auch etwas länger gedauert, nachdem ich Sidane auf meine Sprechweise hingewiesen hatte. Der Karl war die Frechheit in Person, selbstsüchtig und trotzköpfig. Nun ja, zugegebenermaßen war er ein Mann der Tat. Aber dieses undistanzierte Verhalten gegenüber der gegenüber Fräulein Lilly ist unverzeihlich. Seine Abwesenheit kann uns nur von Vorteil sein. Ist das so?
wir haben keinen anständigen Kämpfer in der Truppe. Wir sind zwei Leute. Kannst du aufstehen, mein Bester? Freya, kümmert euch nicht um mich. Rettet Bormesia. Rettet unser Königreich. Ja. Auch tot. Alle tot. Wer war das? Wer hat es gewagt, Bormesia zu überfallen? Genau, renn alleine vor. Bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Auf der Weltkarte schon mal, was die Musik angeht. Tada! Okay. Ah, wir sind jetzt oberhalb des Ganzen hier. Okay, versuchen wir mal so ein bisschen Orientierung zu kriegen. Ah ja, da hinten, das sieht königlich aus. Ja, in die Richtung. Gut, mit hier den Leuten könnten wir jetzt natürlich hier entsprechend dann noch ein bisschen trainieren. Wenn wir das wollten. Aber wir gucken mal, was wir hier so finden. Oh, dich brauchen wir wohl wirklich nicht. Den kann man ja auch nicht. Jetzt hat sich komischerweise die Reihenfolge geändert, wie die Leute stehen. Was ich bei besten Willen nicht verstehe, aber es ist halt so. Du darfst nicht zaubern! Du bist ein Zombie, warum hast du Stroh in der Hand? Ach nee, der hat eine Hand in der Hand. Hat er eine Hand in der Hand? Sieht irgendwie bizarr aus. Nee, der hat einfach nur so eine komische Hand. Das sah jetzt irgendwie total merkwürdig aus. Ich dachte, der hat eine Hand in der Hand. Aber wer weiß. Ja, wir haben gemacht gelernt. Juhu. Irgendwann benutze ich das mal einfach, um zu gucken, wie der Zauber aussieht. Laufen wir mal ein bisschen hier rum und gucken mal, wie es hier aussieht. Einfach aus Spaß und der Freude. So, also da hinten das. Jetzt fängt es an zu regnen, genau, das haben wir ja gehört. Das da, wo es regnet, das ist Königreich Bormesia. Hier ist ein Tor. Da gehen wir mal rein. Ich glaube, es könnte nämlich sein, dass wir unten auf der Welt ein Tor vergessen haben, aber da können wir ja später nochmal hin. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Ah, oh, das ist aber hübsch. Der Wind hat es mir verraten. Der Geruch von Verbranntem und der Geruch von Blut. Hinter den Mauern spüre ich den Rausch des Triumphes, gerade frisch vom Krieg heimgekehrter Soldaten. Hier ist es komisch. Das verheißt nichts Gutes. Aber die Blumen riechen gut. Genau, ess die mal. Aus seinem natürlichen Verhalten kann unser Eins noch Lehre ziehen. Das wäre ich mir aber noch nicht so sicher, ob man von dem noch was lernen kann. Wäre ich zu meinen Gefühlen so ehrlich wie der werte Quina, dann täte ich jetzt sicher. Für deine diese Blume, sie schmeckt ausgezeichnet. Siehst du? Nein, nein, der Schein trügt sicherlich. Uns läuft die Zeit davon. Lasst uns gehen. Bormesia ist nicht mehr weit. Okay, ich will aber zuerst die Kisten aufmachen. Was kriegen wir? Zelt, super. Ich hätte mal gern wieder neue Ausrüstung. High Potion. Was haben wir hier? Kann man hier irgendwie lauschen oder so? Nee, na gut. Kann man Blumen essen? Aber auch nicht. Na gut. Ich versuche meiner Nichte momentan beizubringen, dass man Blumen nicht essen soll. Nicht, dass sie es versucht, aber sie fängt immer damit an. Irgendwie so, keine Ahnung. Ist wichtig. So, und dann, ich würde mal gerne, Moment, nein, falscher Knopf, Kamera drehen würde ich gerne. So, das ist Gisamadoks Grotte, da kommen wir her. Was finden wir jetzt in die Richtung, wenn wir in die Richtung laufen? Ich will mir schon so ein bisschen umgucken, weil, okay. Das ist auch so ein Ort, wo wir später hin müssen. Und ich hoffe, dass die Gegner jetzt hier gerade nicht allzu stark sind. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Und, haben wir Glück, 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 was bist du? Okay, kenne ich nicht. Haben wir auch noch nicht gesehen. Ich baller erst immer mal Feuer drauf. Schauen wir mal, wie stark er ist. Nata. Okay. Ah ja, okay, das ist aushaltbar. Würde ich behaupten. Jetzt ist er tot. Mist! Immer kurz vorm Fressen. Sterben sie entweder oder sind sie noch zu stark? Naja. Okay, ich denke,
Ich überlege, ob ich vielleicht doch noch ein bisschen was leveln soll, aber wir kriegen halt hier auch unglaublich wenige Erfahrungspunkte, stelle ich fest. Also es sind halt wieder so ein paar in den 40ern und ihr seht, wir brauchen halt fast, also über 1000 Punkte schon, um ein Level up zu erhalten. Und es ist halt wieder so eine Sisyphus-Arbeit, jetzt hier zu leveln. Deswegen stehen wir jetzt nach diesem Kampf kurz vor Bormesia. Und ich würde sagen, dass wir dann eine Pause machen und im nächsten Kampf dann die Video die Stadt betreten. Vielleicht haben wir jetzt eine Chance zu fressen. So, ich habe wieder nicht aufgepasst, ob Feuer irgendwie Sinn gemacht hat oder nicht. Achso, nee, Moment. Angriff. Schwarze Magie, machen wir mal Feuer. Das hat er überlebt. Und dann fressen. Und du machst es. Oh, die haben Protoss. Das ist jetzt schlecht. Protoss, für Leute, die das nicht wissen, ich erkläre das natürlich, steigert die Abwehrkraft gegen physische Attacken, nicht gegen Zauber. 128, ja, das könnte besser sein. Vielleicht müsste was hier oben auch nochmal mit Blitz probieren. Level 3 Deflex. Was das ist, weiß ich nicht. Aber wir können. So, wir probieren mal, was so ausmacht. Oh, Level 3 Deflex. Okay, was kannst du? Senkt bei Gegnern die Verteidigungskraft des Levels, deren Level ein Vielfaches für 3 ist. Also totaler Blödsinn. Kein Mensch wird es brauchen. Das dauert mal. 106. Ja, Blitz funktioniert besser. Wir sind halt in einem Gebiet mit Regen. Vielleicht hat das damit was zu tun. Wer weiß. Vielleicht auch nicht. Aber wir haben es geschafft. Wir haben wieder was gelernt. Wir sind vorangekommen. Ich freue mich. 86. Ja, gut. Okay, ich überlege mir, ob ich zwischenzeitlich level oder nicht. Ich weiß es noch nicht. In Bormesia wäre es natürlich wesentlich einfacher, wenn man levelt. We will see. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.